Servus mal wieder, ihr Lieben. Ich wollte mal kurz nochmal meine Beweggründe mit auf den Weg geben, denn ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen Uneinigkeit, was ja auch okay ist. Ich würde mal sagen, Ende Januar, Anfang Februar mitbekommen, was da in China los ist und habe mir anhand der Maßnahmen, die die Chinesen da ergriffen haben, das natürlich viel genauer angeschaut. Ich möchte auch jetzt gar nicht mutmaßen über den Virus, wo der herkommt, dies, das. Ich habe mir nur überlegt, okay, das wird wahrscheinlich um die Welt ziehen und die Maßnahmen könnten ähnlich ausfallen wie in China. Vorbereitet bin ich sowieso immer. Ich wurde ja schon Prepper geschimpft. Ich finde es ganz normal, gehört dazu. Dann steht man sich auch nicht im Weg rum. Denn die Menschen, die preppen, sind nämlich nicht die, die den anderen was wegkaufen. Das, was die sogenannten Prepper eingekauft haben, ist ja schon längst wieder nachgefüllt. Nur mal so. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wenn das hier auch passiert, dann ist es wohl die Zeit. Ich gucke mir das alles an. Ich hatte da von Defender 2020 oder klar habe ich Q verfolgt, aber eben mit großer Skepsis, weil ich sehe natürlich hinter Trump auch die Jesuiten. Aber hey, mir ist er trotzdem sympathisch. Und wenn das alles wahr wird, umso schöner. Aber für mich war klar, wenn ein Lockdown kommt, dann möchte ich in der Zeit aktiv sein, dieses Album, das ich da habe, präsentieren. Und nur noch mal so nebenher, wer sagt denn, dass ich das Album verkaufen will? Wer sagt denn, dass ich danach noch eine Karriere haben will überhaupt in dem Business? Also, das habe ich nie gesagt. Deswegen, gute Zeit, viel Spaß. Und wir sehen uns. Und natürlich auch drückt die Daumen und viel Kraft an alle die jetzt gerade für die Kranken da sein müssen. Ciao, ciao.